Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Populismus. Und viele fürchten, dass die nationale Welle nach dem Triumph von Trump in den USA weiter anschwillt. Denn im nächsten Jahr sind Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und auch bei uns. Völker hört die Alarmsignale, aber was tun gegen die populistische Internationale? Bei seiner Abschiedstour mahnte der scheidende US-Präsident Obama die Europäer leidenschaftlich, die historische Leistung der Einigkeit zu bewahren und seine westlich-liberalen Werte zu verteidigen. Und immer lauter ertönt dabei der Ruf, Deutschland müsse in schwierigen Zeiten eine Führungsrolle übernehmen. Für Obama ist sie eine Kämpferin für Demokratie und Menschenwürde. Angela Merkel, die zentrale Politikerin in Europa. Sie steht für große Glaubwürdigkeit. Und die ist gefragt in Zeiten, in denen sich Populismus breit macht. Le Pen will das Petri. Sie stehen für den Trend zur Abschottung. Vom neuen Protektionismus schreibt die Presse. Und mahnt, aktiv zu werden gegen den Zerfall. Noch ist es nicht zu spät. Doch welche Politik ist die richtige in der Krise mit Brexit und anstehenden Reformen? Und welchen Rückhalt hat Angela Merkel in der EU und hierzulande? Wie stellt sich Berlin auf für Aufgaben in einer immer schwieriger werdenden Welt? Ein Bundespräsident kann die Welt nicht einfacher machen, als sie ist. Und Angela Merkel, will die Kanzlerin überhaupt weiterhin eine Führungsrolle? Ist ein noch größerer Einfluss Deutschlands in Europa überhaupt wünschenswert? Vormarsch der Populisten. Welche Rolle muss Deutschland in Europa spielen? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Anne Maillot arbeitet als Deutschland-Korrespondentin für den internationalen Sender France 24 in Deutschland. Ulrike Gero ist Publizistin und Professorin. Sie leitet das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems in Österreich. Roland Tichy ist bei uns. Er gibt die Online- und Printausgabe von Tichys Einblick heraus und ist Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Und Andreas Petzold ist Herausgeber des Magazins Stern sowie des Wirtschaftsmagazins Kapital. Seien Sie alle herzlich willkommen, Frau Maillot. Wir kriegen das hin, ja, im Verlauf der Sendung. Ich habe Zeit zum Üben. Frau Maillot, sorry. Frank-Walter Steinmeier nominiert als Bundespräsident, Martin Schulz, Ante Portas in Berlin, Merkel wohl vor der Bekanntgabe ihrer erneuten Kandidatur. Überschlagen sich nach dem Wahlsieg von Trump in den USA die Ereignisse im politischen Berlin? Ja, also das war ja alles zu erwarten. Natürlich, glaube ich, ist gerade nach der Wahl von Donald Trump und auch aber auch nach dem Brexit wichtig, dass wir jetzt wissen, woran wir stehen. In Deutschland, aber auch in Frankreich. Also man sieht, auch in Frankreich gibt es jetzt die Vorwahlen, also die Primären, um einen Kandidat für die Republikaner zu finden. Dann wird François Hollande oder ein Kandidat für die Linke gefunden werden. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich aufzustellen, um sich vorzubereiten auf 2017, was ein Jahr sein wird mit sehr, sehr vielen Herausforderungen. Und je früher man das macht, umso besser, glaube ich. Mhm. Frau Gero, eine bewegende Abschiedsrede haben wir da erlebt. Abschiedsreise und Abschiedsreden von Präsident Obama, dem scheidenden US-Präsidenten, auf seiner Europareise und dann in Berlin. Das waren beeindruckende Bilder. Was ist denn sein Vermächtnis? Naja, das Vermächtnis ist, und da vielleicht mal anknüpfen, er ist ja als erstes mal nach Griechenland gefahren, wollte so ein bisschen wie Perikles an dem Ort vor der Akropolis nochmal einfach das Plädoyer für die Demokratie abgeben. Das waren in der Tat sehr bewegende Bilder. Das Vermächtnis ist, dass wir jetzt zusammenstehen. Das war ein klares Bekenntnis von Obamas Rede, dass er sagt, wir werden jetzt das transatlantische Verhältnis nicht draufgeben und wir müssen alle um die Demokratie besorgt sein, und zwar in Amerika wie hier, aber eben auch nicht präjudizieren. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass Obama zum Abschied auch nochmal gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal offen sein und abwarten, was Trump macht. Herr Tichy, Obama hat sich dabei auch kräftig für Angela Merkel ins Zeug gelegt. Das waren ja fast Szenen einer Ehe, die man da optisch wahrnehmen konnte. Sie sei die Anführerin und eine entscheidende Verfechterin liberaler westlichen Werte. Wie beurteilen Sie diese doch sehr deutlichen Signale von Obama
wenn es um Merkel geht. Na ja, jetzt muss sie sich erst mal entscheiden, ob sie sich überhaupt noch mal zur Wahl stellt. Dann muss sie gewählt werden. Das ist ja auch nicht so ganz einfach wie beim Bundespräsidenten, wo zwei Leute das entscheiden können. Und dann muss ihre Partei, die CDU, wieder auf die Füße kommen. Und diese Partei ist ja ausgebrannt wie ein alter Ofen. Ist die stärkste Fraktion, kann keinen Bundespräsidentenkandidaten stellen. Es gibt kaum mehr Ministerpräsidenten, es gibt kaum mehr Landesminister. Also viel Vergnügen, wenn das die Stärke ist. Dann muss dann noch etwas dazukommen. Aber ich will noch etwas sagen. Ich kann mit dem Begriff der Populisten nichts anfangen. Ich darf da Sir Ralph Dahrendorf zitieren, der einer der großen Europäer, EG, oder ich glaube, er war EG-Kommissar, muss man da noch sagen, aber Politiker der FDP, der sagte, Populisten sind immer die anderen. Also ich weiß nicht genau, was dieses soll mit diesem Begriff der Populisten. Das ist so etwas Abschätziges den Menschen gegenüber, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ich glaube, da habe ich Schwierigkeiten. Das werden wir vertiefen, Herr Tichy. Aber lassen Sie uns im Moment noch bei Merkel bleiben, weil Sie es gerade angesprochen haben. Das ist ja heute ganz aktuell. Vorstandsklausur, Herr Petzold. Mal an alle an Tisch, aber ich fange mal bei Ihnen an. Was wird uns da erwarten in der Pressekonferenz, die angekündigt ist? Sie macht's noch mal, oder? Alles andere wäre wahrscheinlich eine Überraschung. Das am häufigsten benutzte Argument ist natürlich die sogenannte Alternativlosigkeit nach dem Motto, wer sonst, wenn nicht Sie, sollte es machen. Wobei das eigentlich kein wirklich gutes Argument ist, um noch mal anzutreten, denn es ist kein inhaltliches Argument. Und es löst auch wohl kaum Begeisterung aus. Das ist ein bisschen das Problem. Gäbe es denn eine Alternative? Es gibt immer Alternativen, aber darauf wird sich die Partei wahrscheinlich nicht einlassen, weil die CDU, die Union natürlich gerne noch mal an die Regierung kommen möchte. Und sie fürchten sich, glaube ich, davor, jemand anders als Merkel aufzustellen. Gerade jetzt, wo der Druck auf sie persönlich sehr, sehr groß wird, als Stabilitätsanker in den Wirren der Zeit, die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre, am Ball zu bleiben. Und davon abgesehen, ob sie sich nun dafür oder dagegen entscheidet, rein formal gerät sie ohnehin in die Rolle. Ab 1. Dezember übernimmt Deutschland den Vorsitz des G20-Formats. Das heißt, sie wird im Juli nächsten Jahres in Hamburg sich zum G20-Gipfel treffen mit Trump, mit Erdogan. Vielleicht ist es ja heute nichts mehr ausgeschlossen mit Le Pen, mit Putin. Und dann wird sie es wahrscheinlich schwer haben, in dieser Konstellation eine werteorientierte Allianz aufzubauen. Gut, aber hier am Tisch, alternativlos ist nie, ist nichts im Leben. Aber hier am Tisch rechnen, wenn ich das richtig sehe, alle damit, dass sie es noch mal. Ja, aber das ist ja vielleicht das Problem der CDU, nicht? Ich meine, die CDU in früheren Zeiten hat die immer unglaubliche Konkurrenten um die Macht. Als Helmut Kohl antrat, gab es Strauß, gab es Stoltenberg, gab es Späth, gab es Geißler. Haben wahrscheinlich noch ein oder zwei vergessen. Und es war also klar, wenn es der eine nicht macht. Es gab auch Merz, es gab auch Koch. Also ich will da hier, ich lege hier keinen Wert auf Vollständigkeit. Ich lege nur Wert darauf, dass es eben Alternativen gab. So. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt keine Alternative, dann ist das natürlich auch ein bisschen ein Problem der CDU. Man muss eben Alternativen schaffen. Und wenn man etwas zentriert auf eine Person und diese Person dann noch das Pech hat, dass ihre Wahlergebnisse nicht mehr so toll ausschauen. Die CDU ohne die CSU liegt heute bei unter 30%. Das ist die Grenze einer Volkspartei. Da muss man sagen, da ist ja vielleicht in der CDU was falsch gelaufen. Und dann haben die Menschen natürlich immer Angst und die Mütter sorgen sich um die Milch für ihre Kinder. Aber es gibt natürlich Alternativen. Ich glaube, auch in der CDU gibt es tüchtige Männer und Frauen, die das machen könnten. Man sieht sie eben noch nicht, sie werden klein gehalten. Und ich könnte der CDU schon empfehlen oder würde ihr empfehlen, eine zweite Reihe braucht man immer. Frau Maier, hätte denn die Union eine Chance, mal angenommen, sie kandidiert, wovon Sie hier alle ausgehen, eine erneute Kandidatur Merkels, CDU ausgebrannter alter Ofen, hat Tichy gesagt, mit einer Aufbruchsstimmung noch mal zu verbinden? Und was müsste sie tun, damit das nicht nur, so wie Sie es ja alle ein bisschen intoniert haben, eine erneute Kandidatur, ein Weiter-so ist, sondern ein überzeugendes Angebot, bei dem die Leute sagen, jawohl, mit der ist richtig. Also ich glaube, das ist im Moment in der Tat sehr schwierig, weil Frau Merkel hat ja selbst dafür gesorgt, ja, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, die als Alternativen gelten können. Ich glaube, die hat im Moment keine Wahl. Und ich glaube auch, dass wenn sie nicht kandidiert, wäre es auch auf eine Art und Weise eine Art zu sagen, ich bin gescheitert. Also gerade mit dem, was passiert ist in den letzten Jahren und die Entscheidung, die sie getroffen hat und auch die zentrale Rolle, die Deutschland übernommen hat in vielen, vielen Fragen, glaube ich, dass sie einfach nicht so gehen kann.
Ganz einfach. Aber, und dann ist eben die Frage, wie kann man da einen neuen Impuls geben? Für Sie doch alternativlos biografisch. Ja, eigentlich schon, ja. Also ich würde erst mal sagen, nichts ist alternativlos, weil Politik ist über Alternativen, ja. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt so abhängig machen, also als Land, als Deutschland, von einer Person, die offensichtlich sozusagen dieses Land noch stabil weiterregieren kann oder in der Welt vertreten kann, ist natürlich schon fragwürdig. Weil was macht denn dann dieses Land eigentlich, wenn diese Person mal nicht mehr da ist? Das sollten wir ja schon mal mitdenken. Aber ich würde das gerne noch mal öffnen. Es geht nicht nur um die CDU, Herr Tichy. Es geht natürlich darum, dass wir allgemein, und zwar nicht nur in Deutschland, auch bei der SPD, auch bei den Liberalen, auch bei den Grünen in gewisser Weise, aber auch zum Beispiel in Frankreich, das Phänomen haben, dass tatsächlich, ich sag mal, gute Leute nicht mehr nachkommen. Das ist in Frankreich zum Beispiel das große Problem, dass 67% der Franzosen weder Sarkozy noch Hollande als Präsidentschaftskandidat haben wollen, das aber die beiden sind, die im Angebot sind. Ja? Und wir haben im Prinzip, das würde ich mal als These wagen wollen, einen ganz großen Bruch zwischen im Grunde ganz vielen Leuten, die besorgt sind, die aber auch politikbegeistert sind, einer wachen Zivilgesellschaft, aber all diesen Leuten, die nicht mehr in den politischen Raum gehen. Das heißt, wir denken ja schon in sozusagen Post-Party-Settings. Das heißt, Parteien sind überhaupt nicht mehr der Anzugspunkt für im Grunde smarte, kluge Leute. Wenn sie sich in den jüngeren Etagen rumgucken, die wollen alle irgendwie politisch sein. Die wollen nicht mehr eine Partei. Das heißt, wir müssen ja hier mal hingucken. Es geht nicht nur um Merkel, sondern um das, was da passiert in unseren Demokratien. Und das ist ja genau, warum diese Populisten so hochkommen können, weil die sogenannten etablierten Parteien nicht nur meinen, alles ist alternativlos, im Zweitens dann auch ein relativ überaltertes Personal haben und deswegen aus beiden Gründen nicht mehr attraktiv sind. Und deswegen bildet das ja den ganzen politischen Raum gar nicht mehr ab. Der ganze politische Raum hat sich längst verlagert in noch ganz andere Arenen, die in diesem sozusagen Zuspitzung der Fragestellung auf Merkel oder nicht Merkel gar nicht mehr abgebildet werden. Ja gut, da muss man natürlich die Systeme unterscheiden. In Deutschland ist es sicher so, wie Sie es beschreiben, aber auch dieser Befund ist nicht wahnsinnig neu, sondern er hat sich ja schon seit Jahrzehnten aufgebaut, weil die Parteien als Zentrum da leider ein bisschen abgesackt sind und irgendwie haben sie es nicht verstanden, neue Formen der Partizipation aufzubauen, die Leute zum Mittun animiert oder auch für Karrieren, die vielleicht von außerhalb kommen, also die berühmte Ochsentour durch die Partei. All dies kennt man sowohl in der SPD als auch in der CDU, aber es bleibt trotzdem zu bestaunen, dass in der CDU eine Generationenlücke jetzt aufklafft. Bei den Grünen es auch. Gibt dann gibt später, glaube ich, gibt es dann wieder Talente in der CDU, Spahn oder Frau Klöckner. Ich glaube, da kommt vielleicht wieder was nach oder da besteht die Chance, dass etwas nachkommt. Aber in der momentanen Phase ist es schon eine Kombination von einer solchen Schwäche, wie Sie es beschreiben, der Parteienlandschaft und einer Parteivorsitzenden, die das einfach nicht gefördert hat. Also man muss schon sagen, dass in früheren Jahrzehnten in der SPD, aber auch in der CDU schon auch gerungen wurde um Nachwuchs, aber um das Hochbringen von Leuten. Weil man wusste, man muss da irgendwie, hinter mir ist nicht das Ende, sondern hinter mir geht das Leben weiter. Ja? Und das, glaube ich, hat Merkel nicht gemacht und das ist, glaube ich, ihr politisches Verhängnis. Es geht auch darum, dass Parteien überhaupt nicht mehr akzeptiert werden als die alleinigen sozusagen Repräsentanten des Meinungsbildungsprozesses, wie es ja im Grundgesetz steht, sondern dass wir im Prinzip eine Fragmentierung haben. Deswegen ja auch der Populismus, wir sind das Volk, wir gehen auf die Straße. Das heißt, was doch im Moment verhandelt wird, ist doch im Prinzip das Spannungsfeld zwischen repräsentativer Demokratie, für die Parteien klassischerweise sozusagen die Elemente der Meinungsbildung waren, und ein sozusagen direkt demokratischer Raum, den wir verhandeln, wenn jetzt eben Pegida Herr Petzold, lassen Sie uns noch mal ein bisschen, ich will noch mal ein bisschen, das ist eine ganz spannende Diskussion, aber wir sind schon sehr im Theoretischen. Ich will noch mal gern zurück, weil es ja doch die Zeit ist, sagen wir mal, der Nach-Trump-Wahl wehen, die man in Berlin spürt, wenn man sich dort bewegt. Wir haben über Merkels Kandidatur gesprochen, wir haben noch gar nicht gesprochen über die SPD, müssen wir auch. Aber da gab es ja noch was, Sie haben es kurz angesprochen, die Operation Bellevue, treffen sich drei und wir haben einen Bundespräsidenten. Populistisch könnte man jetzt fragen, warum müssen eigentlich noch die ganzen Mitglieder der Bundesversammlung anreisen? Ist ja schon entschieden, wer es wird. War aber auch wohl ein bisschen eine Reaktion auf das US-Wahlergebnis? Oder was ist da passiert, Herr? Nein, das glaube ich nicht. Also nur wegen des US-Wahlergebnisses hätte wahrscheinlich Angela Merkel eine Machtoption nicht aus der Hand gegeben. Die hätte sie schon genutzt, wenn sie denn greifbar gewesen wäre. Aber wie wir wissen, wollte Frau Börtler nicht. Das war ja noch die altgrüne Karte, die sie aus der Tasche ziehen wollte, um einen Gegenpol zu Steinmeier aufzubauen. Aber das Problem ist natürlich, dass hier auch wiederum in einem kleineren Zirkel versucht wurde, eine Kandidatenkür zu betreiben. Und ich glaube, dass in Berlin
diese angebliche Signalwirkung auf spätere Konstellationen, ja, mhm. wer als Bundespräsident gewählt wird, völlig überschätzt wird. Also den Menschen ist es draußen, glaube ich, egal, welche Botschaft ausgeht. Die wollen einen vernünftigen Präsidenten oder eine Präsidentin, die das Land gut repräsentiert. Und ja, wir haben die Wahlmänner. In Österreich wird der Bundespräsident vom Volk gewählt. Ja. Das ist natürlich schon direkt demokratischer als in unserem System. Ja, und ich habe nichts gegen Herrn Steinmeier. Aber wenn er jetzt Zeitungsanzeigen schalten lässt mit seinem neuen Buch und sagt, der zukünftige Bundespräsident, dann ist das einfach stillos. Ja, da ist er seinem Verlag wahrscheinlich schnell Arm gefallen. Aber ich meine trotzdem, und ich meine, da haben drei Parteivorsitzende den Präsidenten gekürt. Sie haben ja recht, dann braucht man die Bundesversammlung nicht. Ich habe nichts, das Verfahren zerstört das Amt. Die Bundesversammlung ist schon ein sehr kleiner Club, aber ihn dann auf drei Personen zu reduzieren und es so hinzusteuern, dass ja nichts daneben geht, ist falsch. Demokratie besteht auch darin, dass man mal verlieren kann. Und die Kandidaten hätten schon auch auftreten können. Und dann hat man halt mal eine Wahl verloren. Aber ich glaube, Merkel wollte da an der Stelle eine grüne Karte ziehen und zwar schon, um für zukünftige Zeiten ein schwarz-grünes Bündnis zu zaubern. Das hat ja die CSU abgeblockt. Frau Birtler wollte nicht. Und jetzt ist man auf den Steinmeier als Verlegenheitskandidaten zurückgefallen. Das, glaube ich, macht Verdruss. Nochmal, das hat weniger würden mit der Sie sich Person Verlegenheitskandidaten in der Runde zu eigen machen? Ich greife das mal auf, Herr Tichy, weil er ist ja einer der populärsten Politiker in Deutschland. Ich sage nochmal, ich habe nichts gegen ihn als Person. Aber manchmal werden Ämter beschädigt und da können die Personen gar nichts dafür. Ich würde die Diskussion mal gerne rausheben aus diesem wirklich wahltaktischen Erwägungen, die Sie da anführen. Das ist ja alles irgendwo richtig und geschenkt. Nein, ich bin ja dabei. Ja. Also das geht um das Amt und das hätte man ein bisschen gepflegter machen können. Außerdem ist auch da die Frage, ähnlich wie mit der Kanzlerschaft, warum wir als 80 Millionen Volk nicht mehr Spektren abbilden können und jetzt noch einen unserer besten Außenminister sozusagen auf dieses Amt setzen müssen, als hätten wir ein Personal sozusagen Karton von ungefähr 5 Personen, die hier in diesem Land regierungsfähig sind. Ja. Und das ist natürlich als solches ein Problem. Da würde ich auch schon gerne hingucken wollen. Aber prinzipiell geht es schon darum, was ist da passiert, dass das so ist? Und da würde ich gerne noch mal den Punkt machen, dass genau, wenn wir das so abbilden, dass wir immer weniger Leute haben, die Spaß an Politik haben, in die klassischen Parteien gehen, als Kandidaten nicht mehr zur Verfügung stehen, dann geht es nicht nur um das Amt des Bundespräsidenten. Es geht generell um sozusagen das institutionelle Absinken der repräsentativen Demokratie und alles, was für sie steht, nämlich das Ansehen von Parteien, von Institutionen. Und die brechen uns weg. Und weil sie uns wegbrechen, haben im Moment, das ist ja das Thema dieser Sendung, die Populisten überall so diesen Auftrieb, weil sie einfach sagen, wir wollen jetzt auch mal, wir wollen entscheiden, wir gehen auf die Straße, wir sind das Volk. Dazu einen letzten Satz. Sie haben eben gesagt, Sie mögen den Begriff Populist auch nicht. Ich übrigens auch nicht. Populus sind wir alle. Ich bin auch Volk. Ich habe nur was dagegen, wenn die bei Pegida da auf der Straße stehen und sagen, ich bin das Volk, weil ich bin nämlich auch Volk. Das heißt, problematisch ist nicht, dass die sich als Volk bezeichnen. Problematisch ist, dass sie ausgrenzen und sagen, nur sie sind das Volk. Ja, aber wissen Sie, lassen Sie uns nicht die Parteien, Dialog führen, nicht die anderen. Ich möchte es in die Runde gehen, Frau Maillet noch mal. Lassen Sie uns noch ein bisschen dabei bleiben. Es geht ja genau um diese Frage. Wir nutzen jetzt mal diesen Begriff. Er ist geläufig. Ich weiß, hätte ich hier, dass man ihn kritisch sehen kann und man kann ihn auch intellektuell ableiten. Aber wir wissen, worüber wir reden. Wir reden über in Deutschland und in anderen Ländern, bleiben wir bei Deutschland, über die AfD, über Pegida auf den Straßen, über Teile der Bevölkerung, die sich vom etablierten System, übrigens auch von Runden wie diesen, oft nicht mehr vertreten fühlen, weil sie sagen, das ist nicht das, was unsere Wirklichkeit ausmacht. Und darüber wollen wir reden und darüber, wie die etablierte Politik darauf reagiert. Frau Maillet, wie nehmen Sie das wahr? Haben die Parteien, die großen Parteien in Berlin, eine Strategie gegen diese Form des Populismus? Ich lasse es mal bei dem Begriff. Also bis jetzt sehe ich keine eindeutige Strategie. Ich war ziemlich sehr überrascht. Also ich mag den Begriff Populisten auch nicht. Für mich sind es Rechtsnationalisten oder Rechtsextremisten. Ich finde, wenn man Populist sagt, in der Tat verharmlost man das Phänomen. Und wenn man, ich glaube, man kann das Phänomen auch nicht die richtige Antwort gibt, solange man sich nicht mit diesen Menschen auseinandersetzt. Und auch wenn die Ablehnung die erste Reaktion sein kann, war ich schon sehr schockiert, zum Beispiel, als Herr Gabriel von Pakt gesprochen hat. Also nicht, weil Sie uns ausschließen und sich als das Volk sehen, müssen wir nicht mehr auch mit denen reden. Und das fand ich höchst problematisch in Deutschland in den letzten Monaten.
Und naja, das packt und was ich und ich bin sehr oft in, wegen Pegida, wegen der AfD sehr oft in den neuen Bundesländern gewesen in den letzten Monaten, habe mit sehr vielen AfD-Mitgliedern gesprochen und hatte auch mit Politiker der AfD und die oft das Gefühl, also die oft gesagt haben, es wurden Entscheidungen getroffen, ohne uns zu fragen. Mhm. Und ich meine, die AfD wäre nie so stark geworden. Ich nehme jetzt das Beispiel Deutschland. Mhm. Ist anders als die Front National in Frankreich. Die AfD wäre nie so stark geworden ohne die Migrationskrise vom letzten Jahr. Mhm. Und ich glaube, wenn man besser erklärt hätte, warum machen wir das? Und wenn man vielleicht mit den Menschen vor Ort gesprochen haben, die ja tatsächlich die erste Migrationswelle erlebt haben, seit dem Fall der Mauer, also zum Zeit der Bosnienkriegs gab es diesen, wie heißt der nochmal, Königsberger Schlüssel? Ja, gibt es. Ja. Aber die Asylkrise Die erste große Migrationswelle. Also Sie sagen, es ist eine Folge der Migrationswelle und des Umgangs mit der Die Migrationswelle hat dafür gesorgt und diese dieses Unverständnis der Bevölkerung noch mal verstärkt und niemand hat sich bemüht, mit den Menschen zu reden. Mhm. Also man wollte, also der Dialog hat nicht stattgefunden und ich finde es sehr problematisch. Das sind auch Fehler, die wir in Frankreich gemacht haben. Herr Petzold, Teile der Menschen, sagt man dann immer, liest man jetzt in allen Blättern, gibt ja die Presse ist voll mit Analysen, was ist da passiert. Nach Trump ist das ja ein Thema, das uns noch mal viel intensiver beschäftigt. Wir gucken nach Frankreich, Sie haben es angesprochen, Italien steht vor einem Referendum, nächstes Jahr ist in den Niederlanden Österreich. Sind Wahlen, die österreichische Präsidentenwahl steht vor der Tür und der FPÖ-Kandidat hat beste Chancen. Also wir reden über ein europaweites Phänomen und dann heißt es immer, ja, das sind in Amerika waren es die zornigen weißen Männer, hier spricht man von den Abgehängten, die mit der Globalisierung, Digitalisierung nicht Schritt halten und überall ertönt jetzt, wie der Spiegel so schön schreibt, die Symphonie der Ernstnehmer. Man muss, Sie haben es auch gerade gesagt, mit den Menschen reden und sie ernst nehmen. Reicht es, wenn die Symphonie der Ernstnehmer ertönt? Ich glaube, das reicht nicht, aber Sie geben mir eine schöne Vorlage. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, dass wir, auch wir selbst, auch hier an diesem Tisch, auch ein bisschen darauf schauen müssen, dass wir nicht als Trittbrettfahrer auf diesen Zug aufspringen, der gerade donnernd durch die Länder fährt und erklärt, dass das System ganz schrecklich sei. Und wenn wir immer nur fortwährend sagen, dass die demokratischen Institutionen Schwächen haben, ja, die haben sie, aber die in den Vordergrund schieben, dann betreiben wir auch so ein ganz kleines bisschen das Geschäft dieser, nennen wir sie mal, Vereinfacher, ja, um das Wort Populisten zu vermeiden. Weil das ist die Strategie. Das ist die Strategie von Trump gewesen. Das ist auch die Strategie der ganzen kleinen Trump-Imitate, die wir hier in Europa zurzeit haben. Ein Hofer, der Präsidentschaftskandidat der FPÖ in Österreich, setzt sich ins Fernsehen im Duell und sagt, das System ist mir nicht wichtig, die Menschen sind mir wichtig. So, was sagt er damit? Die Botschaft ist, der Gegner ist erstens immer das System und das System ist gegen die Menschen. Ja? Und das ist eine in der Tat unzulässige Vereinfachung. Und da muss man schon aufpassen, dass wir uns nicht damit in einen Zug setzen. Ja, aber trotzdem nochmal, also Sie haben ja auch damit angefangen. Anti-Establishment ist ja das Wort. Ja, da kann ich nur sagen, Anti-Establishment war auch mal gut. 68 war auch Anti-Establishment. Ja, wer zweimal mit der gleichen pennt, der ist schon beim Establishment. Das ist auch mit der moralischen Wende groß geworden. Wer etwas von der Sache kennt, gehört schon so, zum Establishment. Wunderbar. Aber was ich sagen, Fakten nicht mehr ja, sehen. Was ich sagen wollte ist, wir dürfen nicht verwechseln, Anti-Establishment ist im Prinzip auch erstmal positiv zu konnotieren. Ja, auch die Gruppe 77, die damals gegen die Sowjetunion rebelliert war, war Anti-Establishment. Also gegen ein System zu sein, ist da war allerdings das Establishment ja, so, auch ein anderes. Natürlich, aber das muss man ja noch mal unterscheiden. Das Problem ist nur, dass antipluralistisch zu sein geht natürlich nicht. Und da bin ich bei Frau Maillet, die sagt natürlich, wir müssen ernst nehmen, ja, jetzt die Kümmerer, das ist so dieses, dass wir jetzt dahin hören. Aber mein Punkt ist genau das. Jemand, der ein Problem mit einem System hat, das sich nicht mehr reformiert, der ist a priori noch nicht Populist. Und die Meinung gehört ernst genommen. Und die Erosion der Demokratie beginnt dann, wenn man die Meinung der anderen nicht mehr ernst nimmt. Und das ist verstanden. So. Aber der zweite Punkt, den ich noch gerne machen wollte, ist, wir müssen schon noch mal abbilden, was passiert. Wenn wir das jetzt so beleuchten, das ist ja nicht nur irgendwie Systemkritik, weil ich gegen das System bin. Aber wir können doch nicht übersehen, dass wir einen völligen sozusagen Wandel haben, der im Prinzip ja auch durch das Internet gemacht ist. Gucken wir durch die Trump-Wahl, Twitter, Facebook und so weiter. Das heißt, wir bemerken doch gerade, und wir können es ja gar nicht einordnen, aber die völlige Erosion auch von Leitmedien,
wer guckt überhaupt noch Fernseher und so weiter. Das ist die Analyse. Die Frage ist ja, was tun politisch. Aber was, worauf die Menschen... Wir stehen ja konkret in einer Situation, nächstes Jahr sind 3 Landtagswahlen, eine Bundestagswahl. Und die Frage an die Politik, an die Etablierte, sage ich jetzt gleichwohl noch mal, in Abgrenzung von denen, die sich ausgegrenzt fühlen. Die Frage an die Politik ist doch, was muss jetzt geschehen? Ernst machen, sagt Herr Petzold, reicht. Ernst nehmen, reicht nicht. Nein. Was also müsste denn die angemessene Reaktion sein? Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und was mich gestört hat in den letzten Wochen, man kann Trump mögen oder man kann ihn verabscheuen, aber er wird am 20. Januar zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Wenn es doch Impeachment gibt, dann wird er nicht gewählt. Ja, mag ja alles sein. Ja. Dann schauen wir es auch wieder an. Aber sich dann trotzig zurückzuziehen, bis die deutsche Bundesregierung gemacht hat, also wir wissen gar nicht, was der will. Da kann ich nur sagen, wir haben eine Botschaft in Washington mit 1000 Leuten, dann müssen die da halt hin und sich mal anschauen, was will der. Wir haben Stäbe, wir haben Thinktanks. Also dieser Schock, über den Frau von der Leyen dann jammert, muss ich sagen, toll für eine Verteidigungsministerin, wenn sie nicht aushält, dass anders gewählt wird, als sie es erwartet hat. Also ich hätte mir gewünscht, dass man sich mit dem Trump ernsthaft auseinandersetzt. Und interessant, am 17. Januar war Präsident Abe, der japanische Premierminister bei Trump, und Deutschland trifft sich zu einer Art, wie die Süddeutsche heute schreibt, zu einem Treffen der politisch Angeschlagenen mit einem Mann von gestern, nämlich mit Obama. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir statt mit dem Mann von gestern mit dem Mann von morgen redet, ob man ihn mag oder nicht. Und dann muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Politik in Berlin so in einer Blase lebt, in einer Filterblase, in einer selbstgeschaffenen Filterblase, nicht mehr wahrnimmt, dass die Amerikaner Herrn Trump gewählt haben, ob wir ihn mögen oder nicht. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Er hört alles mit, was wir im Schlafzimmer, Telefon und per Fax uns austeilen. Er hat Atombomben, er ist die größte Wirtschaftsmacht. Also da vermisse ich eine klare Ansage auch der Europäer für eine Kooperation, und zwar frühzeitig. Ich kann nur sagen, das war ein Versäumnis. Und das stört mich. Also das sehe ich total anders, weil ich glaube, nicht reden mit ihm. Nein, das meine ich nicht, sondern ich glaube, dass es vernünftig ist, erstmal abzuwarten, weil wahrscheinlich Trump selber noch nicht so genau weiß, was er eigentlich will. Also zunächst mal nimmt man am 8. November oder am 9. November morgens zur Kenntnis, dass ein frauenverachtender, rassistischer Casinobesitzer über Nacht das wichtigste politische Amt dieser Welt übernommen hat. So. Und natürlich kann man das auch gerne mal als Schock bezeichnen. Und jetzt muss man sich erstmal anschauen, was will der eigentlich, ohne jegliche administrative Erfahrung. Es wird sich ja auch jetzt der Stab um ihn herum bilden. Ja? Die Menschen, die er um sich herum versammelt, sind auch Teil seines Programms. Und das muss sich auch erstmal herausbilden. Und dann würde ich sagen, kann man auch in aller Ruhe sich anfangen, mit ihm an einen Tisch zu setzen. Ich hätte Frau Merkel nicht geraten, jetzt sofort in den Trump Tower zu fahren, um in seinem Golden Oval Office. Also einiges wissen wir doch schon. Das Problem ist dann aber daran, dass wir permanent Baselines verschieben. Ja, das heißt, in dem Moment, wo man sich, und das haben wir ja in Europa vorexerziert, ja, also mit Orbán zum Beispiel wurden die roten Linien einfach nicht gezogen, weswegen wir jetzt die Demontage der Demokratie in Ungarn nur noch zugucken können. In Polen vollzieht sich sozusagen vor unseren Augen das Gleiche, weil wir da sehen, wie im Prinzip vom Verfassungsgericht und so weiter oder über das Austrocknen von NGOs im Prinzip demokratische Prozesse subtil unterwandert werden, und zwar so subtil, dass wir mit rechtsstaatlichen Prinzipien ja gar nichts mehr dagegen setzen können. Und das Problem bei Trump, und das steht halt leider zu befürchten, jetzt kann man natürlich nur hoffen als Frau auch, dass er als Präsident nicht mehr sagen kann, was er als Kandidat noch sagen durfte. Das muss man ja jetzt mal hoffen, dass man da anders operieren wird. Aber dass sich natürlich die Mitte mitgeht in dem Moment, wo die Akzeptanz möglich ist. Und dann passiert im gesamten Spektrum, und das erleben wir in Europa, dass sich das ganze System nach rechts verschiebt und dass Sachen, die gestern noch als unanständig, inakzeptabel galten, morgen durchgehen. Frau Maillet, und jetzt gibt es immer den Ruf nach einer größeren Rolle. Frau Gero hat beschrieben, wie sich Europa gerade verändert. Jetzt gibt es den Ruf, der ertönt auch immer lauter, so wie die Symphonie der Ernstnehmer. Der Ruf, Deutschland möge angesichts des Zustands Europas, viele Länder schwächeln, sind politisch, Sie haben über Frankreich gesprochen, Italien, haben wir das Referendum. Jetzt möge Deutschland doch so etwas wie die Führungsmacht der liberalen, offenen, westlichen Demokratien sein. Was ist denn davon zu halten? Ja, also de facto ist Deutschland im Moment, und nicht nur im Moment, sondern seit einigen Jahren hat das Leadership in Europa übernommen. Problematisch ist natürlich, dass man ja auch sehen muss, dass Deutschland
auch dafür verantwortlich, dass die Populismen in vielen anderen europäischen Ländern verstärkt worden sind. Absolut. Also sei es durch die Art und Weise, wie die Wirtschaftskrise, die ja lange nicht vorbei ist, geregelt wurde, die Brutalität auch, in der Deutschland teilweise Entscheidungen durchgezogen hat, die Art und Weise, vielleicht auch, wie die Migrationskrise behandelt wurde, egal was man davon hält. Deutschland trifft sehr oft alleine Entscheidungen. Und auf der einen Seite wünschen sich viele anderen Länder tatsächlich, dass Deutschland mehr macht, aber vielleicht auch mit einem größeren Verständnis dafür, dass nicht alle Länder so funktionieren können wie Deutschland. Und das sehe ich im Moment nicht. Führung, ja, aber die anderen mitdenken, ja. Also es gilt immer noch Thomas Mann, europäisches Deutschland oder deutsches Europa. Ja. Wenn wir deutsches Europa machen, steigen die anderen aus. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben. Auf jeden Fall. Also der Druck ist natürlich enorm, der jetzt aufgebaut wird. Ja, schon Bundespräsident Gauck hat gleich am nächsten Tag nach der Trump-Wahl gesagt, es sei ja ziemlich offensichtlich, dass neue Herausforderungen auf Deutschland zukommen können. Historiker wie Timothy Garton-Ash nennen Merkel bereits die Führerin der freien Welt, ein Etikett, das sonst eigentlich dem amerikanischen Präsidenten vorbehalten geblieben ist. Also wird ein enormer Druck aufgebaut und das ist übermenschlich, das kann man gar nicht, diesen Anspruch kann man überhaupt gar nicht erfüllen. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass uns hier in Deutschland keine neue moralische Rolle zugeschrieben wird. Denn der Vorteil der Berliner Politik war immer, dass sie als Median fungierte zwischen den Supermächten, zwischen Ost und West. Ja, unser außenpolitisches Pfund war immer die unverdächtige Rolle des Vermittlers. Und wenn wir jetzt mit Frankreich unbedingt, ja, also Merkel ist mit Hollande nach Minsk gefahren, Ayot ist mit Steinmeier nach Libyen gefahren im April, genau richtig. Und wenn wir jetzt in so eine Rolle hineingedrängt werden, wäre das fatal. Es ist ja für Merkel im Moment so, als wenn die kleine Schwester ihren großen Bruder verloren hat. Und das macht es natürlich gefährlich. Und da werden die Gegner zahlreicher und die Beinfreiheit wird geringer. Denn da werden uns andere Mächte in Zukunft eigene Machtinteressen unterstellen. Und das engt den Spielraum ein. Also ich finde, wir sollten uns da sehr zurückhalten. Wenn man mal auf die Gesamtlage guckt, die ist ja gerade angeklungen. Trump in den USA. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber gehen wir mal offen ran. Europa. Frankreich als Partner, deutsch-französische Achse, Motor Europas, ein Stückchen weggefallen. Brexit. Stückchen? Ich bin höflich. Brexit und die ganzen Herausforderungen. Könnte es eine Ironie der Geschichte sein, geradezu zu sagen, wenn Europa es jetzt nicht schafft, dann hat es keine Chance. Also wird da nicht ein unglaublicher Druck jetzt entstehen, dass Europa, ich sag's mal salopp, zu Potte kommt und ein Stückchen seine Bräsigkeit, seine Halbfertigkeit, seine Kompromissbeladenheit überwindet? Naja, natürlich muss es das tun. Also wir wissen ja schon einiges, was Trump will. Wenn er zum Beispiel sagt, wir beschützen euch nicht mehr für gratis, sondern ihr müsst eben schon auch eigene militärische Anstrengungen unternehmen, dann ist das eine klare Botschaft, ob sie mir gefällt oder nicht. Das ist eine Botschaft an Europa. Der große Bruder hat gerade keine Lust, euch mehr vor den Straßenrüppeln zu verteidigen und dafür auch noch beschimpft zu werden. Aber was haben unsere großartigen Verteidigungsminister gemacht? Sie haben gesagt, wir kaufen jetzt dann Panzer gemeinsam ein. Nicht? Also da muss jetzt Europa schon auf die Sprünge kommen und muss die großen Dinge regeln. Und Sie haben ja ein paar genannt. Ich bin dagegen, jetzt so Weltherrschaftsfantasien auf einem projizieren zu lassen. Da würden wir mal wieder scheitern. Es war schon eine Geschichte mörderisch genug. Sondern wir sollten ganz klar sagen, natürlich brauchen wir eine Achse mit Frankreich, weil anders funktioniert Kontinentaleuropa nicht oder nur mörderisch. Und natürlich müssen wir mit den Polen wieder zu einem Verständnis kommen, weil das gehört eben heute mit zu Polen. Und natürlich müssen wir, und auch da wissen wir was von Trump, mit Putin wieder auf einer neuen Basis reden. Es wird wahrscheinlich mit diesen Sanktionen jedenfalls mit Trump nicht so weitergehen. Und wenn Hillary Clinton davon sprach, dass man den Russen wieder ein paar Atombomben hinwerfen kann, dann kann ich nur sagen, wenn unsere Söhne statt in Stalingrad verheizt zu werden, jetzt im Atombombenfeuer verbrennen, das kann es nicht sein. Also wir haben da hier schon eine Rolle, die wir mit Vernunft angehen müssen und nicht zu Fronten aufzubauen, sondern ganz klar zu sagen, Amerika zieht sich wahrscheinlich ein Stück weit zurück. Das ist eine Chance, aber die müssen wir dann auch lösen, und zwar auf der großen Bühne und nicht im Klein-Klein von Glühbirnenverordnung. Ja, und auch nicht unter dem, das war ja das Thema sozusagen, deutsche Führungsrolle. Ja, also natürlich ist das Wort sozusagen in aller Munde, auch
der Radek Sikorski hat ja als polnischer Außenminister schon gesagt, also ein starkes Deutschland, also lieber als ein starkes Deutschland ist ein Deutschland, das keine Führung übernimmt, schon. Das, und ich bin Frau Maillet sehr, sehr dankbar, dass sie das gesagt hat. Das darf nicht übersehen, dass die Lage, in der wir sind, vor allen Dingen die Lage des Rechtspopulismus, auch und vor allen Dingen in Frankreich, dafür zeichnet Deutschland eine Mitverantwortung. Und das, was ich gerne sagen würde, ist, wir gucken jetzt auf die Lage und jetzt steht Frau Merkel da sozusagen wie der Paulus der freien Welt. Aber Deutschland war Saulus, bevor es Paulus wurde. Und wenn man ein paar Jahre zurückgeht und man guckt sich an die gesamte Geschichte der Eurokrise, was da passiert ist, wie wir mit den anderen Ländern umgegangen sind, mit Frankreich, mit Griechenland und so weiter, dann kann ich nur sagen, da haben sich in diesen Ländern Ressentiments aufgebaut, die längst schon sagen, deutsche Führung nicht mit uns. Und ein Teil dessen, was wir jetzt als Populismus erleben, ist auch eine Reaktion auf die Tatsache, dass zu in gewissen Jahren das europäische Deutschland nicht mehr sichtbar war. Und insofern geht es für mich darum, wenn wir jetzt sagen, wie kommt Europa da raus? Und zwar geschlossen und gemeinsam und anständig gegen Putin. Mit Trump wissen wir noch nicht, wie wir uns da positionieren. Dann kann es nicht mehr sein, dass das unter dem Stichwort deutsche Führung passiert. Und schon gar nicht, wenn bei dieser deutschen Führung die Interessen der anderen Länder nicht mitgedacht werden. Das heißt, im Grunde steht ja, historisch haben wir die deutsche Führung, hat Europa nie gut getan, ja? Ist sozusagen der Anspruch, dass wir jetzt Europa machen ohne deutsche Führung und zwar auch ohne Nationalstaaten. Das wäre im Prinzip der Sprung in die Geschichte des 21. Jahrhunderts. Auch die Polen hören nicht gerne deutsch-französische Freundschaft. Auch die Polen sind nicht happy, wenn sich Hollande und Frau Merkel treffen, um über Minsk, also die Ukraine, zu sprechen. Und Sie als Polen sind nicht dabei. Soll heißen, ich glaube, die Aufgabe, die uns stellt, ist, wir dekonstruieren. Frau Giraud, Sie haben ein Buch geschrieben. Entschuldigung. Das heißt, Europa, es ist Zeit, Europa neu zu denken. Mhm. Gucken wir mal nicht zurück in die Analyse. Gucken wir mal nach vorn. Wie muss ich denn Europa neu denken? Ja, da war ich gerade. Ja, also das war ja gerade der Punkt, wo Sie mich unterbrochen haben. Wir müssen einfach... Aber Sie waren doch in der Retrospektive gerade. Ja, der Punkt ist trotzdem... Wir können mit die Franzosen, die Polen, die Deutschen, das wird nicht mehr funktionieren. Das nächste europäische Projekt wird ein Projekt der europäischen Bürger, in dem die Bürger souverän sind und in dem wir uns nicht mehr in nationale Wirs teilen lassen, die es ohnehin nicht gibt. Ich bin nicht bereit, sozusagen diesen Populismus als nationales Phänomen zu bezeichnen, weil wenn Sie mir sagen, Brexit war jetzt die nationale Frage, wo sich die Briten ihre Identität gegen Europa verteidigen wollten, dann kann ich nur sagen, wenn Sie heute eins suchen, dann die britische Nation. Heute gibt es die City of London, die Jugend, Wales und Schottland, nur Großbritannien sucht man wirklich überall. Und das Gleiche werden wir in Österreich haben. Wir werden am 5. Dezember werden wir fragen, wo ist denn Österreich? Da ist die Frage, sind Sie von der Bellen Österreich oder Hofer Österreich? Und im Mai nächsten Jahres werde ich meine Kinder fragen, Frau Giraud, seid ihr Franzosen? Dann lassen wir noch mal die deutsche Führungsrolle und geben Frankreich eine Chance. Frau Maillet, hat Europa denn überhaupt die Kraft, jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen? Und in dieser Situation, wir haben Sie aus unterschiedlichen Aspekten jetzt beleuchtet, sich neu zu erfinden, um den Buchtitel. Also ich glaube, dass da Deutschland in der Tat eine entscheidende Rolle spielen würde. Ich meine, wenn wir uns Europa angucken und die Krisenländer Europas, geht es ja um zwei Dinge. Also hauptsächlich um die Wirtschaftskrise und die Tatsache, dass viele Menschen ganz einfach arbeitslos sind oder Angst haben, ihren Job zu verlieren und auch aus der Krise keinen Ausgang mehr sehen. Wenn man sich in Griechenland oder Italien, aber auch teilweise Spanien anguckt, also das ist so, ich glaube, wenn man endlich mal zugeben würde, dass die Krisen, dass die Politik der letzten 5, 6, 7 Jahren nicht die richtige war, würde man einen Riesenschritt nach vorne machen. Also ich meine, und es wäre auch schön, wenn die Wirtschaftsweisen und die Wirtschaftsökonomen in Deutschland das einfach mal sich anhören würden, was der Rest der Welt mehr oder weniger sagt, um vielleicht da ein Stück weit zu kommen. Genau. Ich glaube, das spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und da ist Deutschland der alleinige Entscheider geworden, weil Frankreich selbst in eine schwierige Wirtschaftslage gekommen ist. Und, genau, reicht das, Herr Tichy, oder brauchen wir auch eine neue... Darf ich noch was hinzufügen? Vielleicht? Ich würde gerne ganz kurz was hinzufügen. Ich glaube auch, natürlich muss man an Europa der Zukunft denken, aber so, ich glaube, Kleinigkeiten, Beispiele zeigen, Frankreich und Deutschland könnten gemeinsame, keine Ahnung, Einkommensteuer einführen. Ja, zum Beispiel. Eine gemeinsame Mehrwertsteuer. Kleinigkeiten. Arbeitslosen. Ja, Arbeitslosen, die gemeinsame Arbeitslosen. Wunderbar. Wenn die Menschen das Gefühl wieder bekommen, dass zwei zusammen was machen können und das auch einfacher wird für alle, dann werden die Leute wieder ein Gefühl für Europa bekommen und für das Positive an Europa.
Das läuft nur diesem Nationalismus komplett zuwider, dieser schöne Entwurf, den Sie gerade vorgelegt haben, der wunderbar ist. Aber das läuft natürlich der nationalistischen internationalen Strömung komplett zuwider. Aber nationalistische Strömung ist keine nationalistische. Was wir doch erleben, ist, dass der Populismus die Nationen spaltet. Das ist doch mein Punkt. Sie können doch nicht sagen, die Franzosen sind jetzt populistisch. Nein, 50% der Franzosen. Das heißt, der Populismus spaltet gerade die Nationen in zwei. Und das müssen wir doch verstehen, dass wir einen Diskurs haben, der uns einredet, dass wir uns jetzt renationalisieren, aber de facto spalten wir gerade Nationen. Und was wir haben, sind Frontstellungen zwischen Leuten, die bessere Arbeitslosenversicherung wollen, die ein europäisches Ganze wollen und Leute, die auf so einer identitären Agenda sind. Aber das hat doch nichts damit zu tun, ob sie Deutsch oder Franzose sind. Pegida und AfD verstehen sich. Ganz stopp. Also die Leute, der Nationalismus entsteht auch daraus, weil viele Leute das Gefühl haben, dass dieses 500-Millionen-Europa zu groß ist und auf die Probleme der Menschen nicht eingeht und dass dieses ferne Europa ihre Interessen vor Ort nicht mehr berücksichtigt und dass in den Nationen noch überschaubarere Räume existieren, in denen man sich organisieren kann. Die Briten haben sich ja auch abgewendet, unter anderem von Europa. Und ich glaube, wir brauchen überschaubare Projekte, wir brauchen überschaubare Projekte in Europa und nicht irgendwelche Phantasmen, Weltbeherrschungsfantasien. Wir brauchen überschaubare Projekte. So bin ich bei Ihnen, für konkrete, aber nicht immer für alle zusammen, sondern es ist wie mit dem Euro, dass es einfach an der Übergröße scheitert. Und wir brauchen noch eine Haltung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das war nämlich schon der Presseclub. Ich danke Ihnen für die engagierte Diskussion. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin. Dort geht es unter anderem um die ja auch hier angeklungene österreichische Präsidentschaftskandidatur von Norbert Hofer, Mitglied der, ich sag's nochmal, rechtspopulistischen FPÖ. Presseclub nachgefragt gibt's jetzt wie immer auf Phoenix. Ich danke für Ihr Interesse und wir alle wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Machen Sie's gut und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt hier auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Vormarsch der Populisten. Welche Rolle muss Deutschland in Europa spielen? Das ist das Thema unserer Runde hier im Presseclub. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und es geht zunächst nach Berlin. Dort ist Frank Knuth am Telefon. Herr Knuth, schönen Gruß nach Berlin und Ihre Frage. Schönen Gruß zurück. Schönen Tag. Meine Frage speziell an Herrn Tichy. Würde es nicht helfen, wenn man das österreichische Regierungsamt, die Kanzlerin oder Kanzler, auf 2 Jahre, höchstens 3 Legislaturperioden begrenzen würde, so wie den Bundespräsidenten oder den amerikanischen Präsidenten? Dann müssten immer wieder neue Leute nachkommen. Es würde vielleicht nicht so eine Politikverdrossenheit aufstehen, sagt man immer wieder das Gleiche. Und wenn man jetzt zurückschaut, speziell bei uns, ich meine Adenauer, Kohl und jetzt auch Merkel, es ging ja immer nicht gut. Ich schätze mal, bei Merkel wird es auch nicht gut aussehen, wenn die so lange bleiben. Ja, wir haben da tatsächlich ein Problem, weil ein Bundeskanzler vom Grundgesetz aus sehr schwach ist. Aber wenn er das natürlich sehr lange macht, dann besetzt er alle Positionen in Parteien, Fraktionen, in Behörden, in Ämtern, letztlich mit seinen Kumpanen das beobachten. Und da entsteht so eine schwierige Kumpaneilage. Deswegen halte ich es in der Tat für richtiger, wenn man die Wahl auf 2 Legislaturperioden beschränken würde, dann würde sich mit dem Verfallsdatum auch die Notwendigkeit stellen, zu sagen, auch wenn wir jetzt glauben, hinter der großen Frau gibt es keinen, guckt man doch mal dahinter, dann würde man vielleicht rechtzeitig jemanden sehen, der das auch kann. Insofern finde ich, dass die Tradition der Amerikaner über 200 Jahre, es so zu machen, eigentlich entscheidend ist. Von mir aus kann man auch die Dauer auf 5 Jahre erhöhen, also auf 2x5 Jahre umso. Das sind da Details, aber die Begrenzung halte ich für notwendig. Sie haben es ja gezählt, sowohl Kohl als auch Helmut Schmidt, als auch Konrad Adenauer haben über die Länge ihrer Amtszeit eigentlich am Ende zu viel. Es wurde aus dem Kanzlersystem ein Präsidialsystem, wie man es eigentlich nur aus Frankreich kennt. Wir gehen nach Hannover. Dort ist Benjamin Strehl am Telefon. Herr Strehl, ich grüße Sie und ich glaube, Ihre Frage geht am Ende an Frau Maillet. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ganz kurz, bevor ich meine Frage loswerde, ich finde es unerträglich, wie Sie über Herrn Trump hier weiterhin lügen, nachdem der Wahlkampf vorbei ist. Ein Populist ist Herr Trump nicht. Frau Merkel mit Wir schaffen das und Herr Obama mit Yes, we can ist wohl das populistischste seit den 30ern. Aber meine Frage ist, wie werden sich die Politiker verhalten, wenn nach der Bundestagswahl die AfD auf Platz 2 ist und wenn Frau Le Pen in Frankreich auch an der Macht ist? Werden sie dann endlich auf den Boden der Realität, wo das Volk schon lange sitzt und nicht mehr beachtet wird, auch ankommen?
Oder werden Sie weiter in Ihrem etablierten Kuckucksheim weiterleben, solange bis das Volk noch anders als durch Wahlen, die dem Oberen nicht passen, reagieren? Das, so sind ja immer Revolutionen entstanden. Vielleicht muss es den Weg ja gehen, aber es wäre ja eigentlich besser, wenn die Politiker selber die Einsicht kriegen, dass es so nicht geht. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Strehl. Es gibt übrigens, das Volk ist zwar sprachlich Singular in der Sache, aber immer Plural, weil es gibt viele Bevölkerungsgruppen. Das macht die pluralistische Gesellschaft aus. Frau Mayer. Ja, also ich befürchte, in Deutschland wird es wohl, also das kann es gut sein, dass wir dann wahrscheinlich eine große Koalition wieder haben, wenn es nicht klappt mit Schwarz-Grün. Und ich finde als Beobachterin der deutschen Politik, dass die Große Koalition wahrscheinlich auch stark dazu beigetragen hat, dass da so eine Art, so ein Gefühl hat, was übrigens auch in Frankreich sehr stark da ist, egal ob links oder rechts, Einheitsbrei, wie die AfD schon sagt, alles das Gleiche. Und ob man dann mit so einem Ergebnis sich erneuern kann, ist fraglich. Das glaube ich nicht. Und ich glaube natürlich dann, ob Marine Le Pen an der Macht kommt in Frankreich, das bezweifle ich auch, weil letztendlich werden immer republikanische Fronten sich bilden, anders als in Deutschland. Aber ja, ich denke, letztes Jahr wird die letzte Chance sein für die politischen, klassischen Parteien sein, sich zu erneuern, um sich diese Nationalisten zu stellen und sich dagegen zu wehren. Dankeschön. Darf ich das noch mit einem Satz ergänzen? Also diejenigen, die sich jetzt gegen das sogenannte System auflehnen, werden ja später auch in diesem System arbeiten und es sich zunutze machen. Und insofern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Vorhaltungen und den Erwartungen vor allem, die daraus entstehen. Dankeschön. Wir gehen nach Gütersloh. Dort ist Holger Piel am Telefon. Herr Piel, Sie sind dran. Einen schönen guten Tag nach Köln. Ich hätte mal folgende Frage an die Runde. Ist das Erstärken von Parteien am rechten Rand und von Populisten das Ergebnis der Agenda 2010? Da wären also Hartz IV, Dumpinglöhne, soziale Ungerechtigkeit, Sanktionen und so weiter. Wer sich berufen fühle, möge mir doch mal antworten. Dankeschön. Dankeschön, Herr Piel. Ja, ich nehme die Frage mal, die ja auch ein bisschen ähnlich ist mit der Frage, die davor war. In der Tat haben wir eigentlich in allen europäischen Ländern jetzt mal ganz objektiv besprochen, so eine Art Gegenüberstellung zwischen dem Volk und den Eliten. Und das ist, wenn man das mal so sagen möchte, ein prärevolutionäres Setting. Ja, es gilt natürlich auch der Spruch von Marie Antoinette am Vorabend der französischen Revolution: Wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen. Und das ist so dieser süffisante Satz, wo Marie Antoinette damals wohl auch nicht die Zeichen der Zeit verstanden hat, nämlich, dass es dem Volk schlecht geht. Jetzt kann man das natürlich alles nicht vergleichen. Aber ich halte das tatsächlich für gefährlich. Das klang ja auch in der Frage vor Ihnen an, dass wir diese Konfrontationsstellung haben, die da draußen das Volk und die das machen, sind nicht das Volk. Und dem möchte ich einfach mal wirklich widersprechen, weil ich bin auch Volk. Ich bin auch Teil des Volks oder der Bevölkerung oder eben Teil der Republik. Und in der Bundesrepublik sind wir tatsächlich erstmal von dem Recht alle gleich und wir organisieren das Gemeinwesen. Wenn wir in diese Konfrontation abrutschen, ich glaube, dann wird es wirklich gefährlich. Das Problem ist, es ist inzwischen gefährlich und wir sollten tun, gucken, dass wir wieder dahin zurückkommen, dass wir hier alle Rederecht haben, alle ernst genommen werden, dass wir eine bessere Politik machen, aber dass wir aufhören, an dieser Konfrontationslinie zu arbeiten, die im Prinzip ein vermeintlich Volk, die sich als solches fühlen, gegen eine andere Gruppe der Bevölkerung stellt. Das in der Tat trägt prärevolutionäre Züge. Das haben wir schon mit Reichsbürgern und so weiter, die im Grunde das System, einfach den Rechtsstaat nicht mehr ernst nehmen. Das halte ich für brandgefährlich. Das ist nicht nur hier so, das ist auch in Österreich so, wo Herr Stracher schon offen von Bürgerkrieg spricht, um das nur mal zu sagen. Das ist auch in Frankreich so. Und ich glaube, da müssen wir uns schnell alle herausrollen. Aber ich glaube auch, dass der Abbau des Sozialstaates, ja, die Reform natürlich, der letzten absolut. 20 Jahre. Also das sei, genau, also das sei dem Fragesteller konzidiert, ein System, das sich natürlich nicht wie Marie Antoinette, ja, das sozusagen sich nicht um das Brot für das Volk kümmert, das nicht reformfähig ist, dass die Eurokrise in der Art und Weise verwaltet hat, wie sie verwaltet wurde. Dieses System ist natürlich sklerotisch und wird deswegen natürlich auch angegriffen, weil es sozusagen sich als alternativlos gesetzt hat. Das ist ja das Problem. In dem Moment, wo das System sagt, ich bin alternativlos, muss man ja praktisch auf die Straße gehen, um dagegen sein zu können, weil es im System heraus nicht mehr möglich ist. Das liest man ja jetzt oft, dass es sozusagen auch ein Reflex ist, das, was wir
bleiben wir mal bei Deutschland, nicht gleich ganz Europa, bei der AfD erleben, dass Menschen sich sozial abgehängt, dass es gar nicht in erster Linie um Immigration, Flüchtlingsbewegung geht, sondern dass dort Menschen sich einfach sozial abgehängt fühlen, weil sie soziale Durchlässigkeit vermissen in der Gesellschaft, weil die Mittelschichten ein Stück ausbluten unter den Bedingungen der Digitalisierung und der Globalisierung. Ist das so, dass die Linke eigentlich die soziale Frage zu sehr links liegen lassen? Ja, das kann man wahrscheinlich so formulieren. Wobei jetzt versucht sie sich ja gerade eines Besseren zu besinnen und versucht wieder Angebote zu machen in diese Richtung. Ob das verfängt, weiß ich nicht. Ich vermute, das ist eher zu spät. Ne? Mhm. Und das liegt eben auch daran, was Sie schon sagten, diese Selbstermächtigung der Vereinfacher Populisten, wir sind das Volk, diese unredliche Selbstermächtigung verfängt natürlich auch. Und letztlich geht es denen ja nur um den erfolgreichsten Weg an die Macht. Und mit der Botschaft, wir sind das Volk, schaffen sie das. Und wenn man dann auch noch behauptet, das Land müsse sich moralisch regenerieren, dann zahlt man natürlich auf ganz andere Konten ein, als das, was die Menschen eigentlich wirklich bewegt. Aber trotzdem versammeln sie sich dahinter und sagen, jetzt wird man uns wenigstens mal zuhören. Und vor allem findet man Schuldige, an und abgeführt, für das eigene zurückgebliebene Empfinden oder für das eigene Empfinden, was einen zu einem Mitglied außerhalb der Gesellschaft stempelt. Wir gehen nach Siegen. Dort ist Nikolai Jedinger am Telefon. Schönen Gruß nach Siegen und Sie sind dran. Ja, schönen Gruß in die Runde. Ich würde gerne von Frau Gero wissen, sie hat es sehr schön aufgeschlüsselt mit dem Anti-Establishment und antipluralistisch. Welche linke Alternative habe ich, wenn ich Anti-Establishment bin, aber eben halt nicht mit den Pluralismusfeinden der AfD anfangen kann? Ja, danke für die Frage. Das ist genau das Problem. Und das wurde ja eben eigentlich auch schon von Herrn Petzold gesagt. Wir haben natürlich haben die Populisten in Anführungsstrichen im Grunde das linke Argument übernommen. Ja, es ist übrigens nicht unähnlich der 30er Jahre, wo es ja diesen Satz gab, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Das heißt, wenn die Linke im öffentlichen Raum sich sozusagen nicht für das Volk einsetzt, dann holen es sich die Populisten, die damals ja übrigens Nationalsozialisten hießen. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Die hatten ja eine soziale Komponente. Wenn Sie heute nach Polen gucken, dann ist der Kaczynski nicht nur national. Der verteilt auch Lebensmittelkarten für alleinerziehende Mütter und gibt in Polen jedem Kind Kindergeld von 110 Euro. Das heißt, der ist auch sozial. Und da ist tatsächlich die Baustelle, das muss man beklagen, dass die europäische Sozialdemokratie in den 20 Jahren aus ganz komplexen Gründen, ich kann das hier nicht ausführen, aber aus ganz komplexen Gründen nicht funktioniert hat oder nicht so hat funktionieren können, wie sie das vielleicht hätte sollen. Das beklagen wir heute. Und wir müssen eben auch beklagen, dass in dieser Konstellation sozusagen sich die Rechten das Argument holen und die eigentlich auch die Verbündung auf europäischer Ebene, auf der Linken leider nicht so stattfindet wie auf der Rechten. Ja, es ist ja sozusagen ich will das mal einmal zu Herrn Tichy rübergeben, weil das Soziale ja, jetzt haben wir es auf der Linken diskutiert, aber es gibt das Soziale ja auch im Konservatismus. Es heißt christlich-soziale Union, es heißt soziale Marktwirtschaft. Haben auch die Konservativen vielleicht ein wenig zu wenig darauf geachtet, dass die Schere nicht zu weit aufgeht in der Gesellschaft? Ich glaube, wir haben da eine schwierige Frage, weil erstens, man kann ja auch nicht sagen, dass Deutschland unerfolgreich wäre. Wir haben vorhin da die starke Rolle Deutschlands bewundert und sie kommt natürlich aus einer funktionierenden Wirtschaft. Und das ist natürlich auch eine Folge der Hartz-Reformen unter Schröder und Steinmeier. Also wir können da jetzt nicht sagen, das war alles verkehrt, sondern wir müssen da schon akzeptieren, dass Deutschland sich da modernisiert hat. Aber auf Rücken der europäischen Nachbarn, ja? Und diese Kraft Deutschlands natürlich jetzt da entstanden ist. Und ich weiß nicht, ob Europa besser dran wäre, wenn Deutschland so am Ende wäre wie Frankreich oder Griechenland. Das wäre sicherlich nicht die Alternative. Was, glaube ich, schon passiert ist, dass die Parteien der Großen Koalition sich durch ihre selbstgefällige Übermacht und durch das Ausfallen der Opposition, die es ja im Bundestag faktisch nicht gibt, weil die alle da mitmachen wollen, die Roten und die Grünen, dass wir dadurch natürlich eine Stille haben, dass der Politische aus dem Parlament herausgewandert ist auf die Straße, weil es eben im Parlament nicht mehr stattfindet. Ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel, 60 Milliarden Griechenland-Programm verhandelt abends in 2 Stunden. So geht das nicht. Wir müssen die großen Debatten wieder ins Parlament zurückführen, damit die Menschen sich auch da abgeholt. Und wir brauchen eine Kontroverse zwischen links und rechts und oben und unten, damit diese Themen ausdiskutiert werden. Wir haben uns in Deutschland einen Politikstil angewohnt, der autoritär ist. Und wenn man sagt, ah, der ist aber Pegida und der muss jetzt weg, da hören wir gar nicht mehr hin. Es müssen die Leute wieder zurückholen. Diese deutsche Politik der Ausgrenzung,
der Bevölkerung funktioniert nicht, sondern wir müssen die Leute wieder zurückholen. Und übrigens glaube ich, dass Frau Le Pen viel radikaler ist als die AfD. Also wenn ich Angst habe, dann vor Frau Le Pen. Nächster Anrufer kommt aus Rastatt. Karl Greiner ist am Telefon. Grüße, Herr Greiner, und Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag an die Runde. Es ist weniger eine Frage als ein Hinweis, den ich geben wollte. Und zwar, die vier Herrschaften sind bereits auf dem richtigen Dampfer. Und zwar ist meiner Meinung nach nicht zwischen rechts und links, zwischen national oder nicht oder europäisch zu entscheiden, sondern es ist in erster Linie zu entscheiden zwischen Wirtschaft und Volk. Denn darin liegt der Schlüssel. Wenn ich überlege, die deutsche Wirtschaft hat, das wurde vorhin schon angedeutet, den Rest der europäischen Wirtschaft eigentlich nur hinuntergedrückt. Und die Wirtschaft kriegt noch Vergünstigungen in unserem Staat, die sie wirklich gar nicht nötig hat und. Und dann wird nur immer gejammert mit Arbeitsplätzen und Ähnlichem, statt dass man endlich ein Europa, das ganz dringend nötig ist, aufbauen würde, indem man von der Seite der Politik auch mal die Wirtschaft regiert. Herr Greiner, wir haben verstanden und wir müssen zum Ende kommen, weil wir sonst nicht mehr dazu kommen, Ihre Anmerkung zu beantworten. Sind Ihnen sehr dankbar für Ihren Anruf, Frau Maillet. Was sagen Sie, Herrn Greiner? Tschüss. Wünschen wir Ihnen auch, Herr Greiner. Ich sage, dass klar muss der wahrscheinlich der Mensch wieder im Vordergrund stehen in Europa, sicherlich. Ich befürchte nur, dass es mittlerweile ein bisschen schwierig wird mit den Verträgen, die wir haben. Aber da kann Frau Gero vielleicht mehr dazu sagen. Das werden wir heute, das schaffen wir nicht mehr, über die Verträge noch zu reden. Sondern, aber ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, das ist das Problem. Wir haben in Europa Markt und Währung gemacht und eben nicht eine Demokratie. Darunter leiden wir heute. Das ist ein schön formuliertes Ziel am Schluss. Aber hätten wir wirklich gewonnen, wenn in Deutschland die Arbeitslosigkeit wieder 6 Millionen wäre, wie sie schon war, wäre das die Antwort, die Sicherheit hat noch keiner vorgeschlagen, sondern Herr Petzold hat gesagt, wir hatten ein wunderbares Ergebnis, das wollen wir festhalten, dabei bleibt es dann auch in dieser Runde. Dankeschön.